ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute möchte ich euch wieder ein leckeres Gebäckrezept zeigen, welche mit Cremefüllung gefüllt werden und mit Schokolade überzogen. Und kommt dann auch gleich zu den Zutaten. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker, 250 Milliliter lauwarme Milch, 2 Eier, 130 Gramm weiche Butter, Vanillemühle, bisschen Salz, eine Packung frische Hefe, dann habe ich eine Strohne gerieben. Ich mache jetzt eine Mulde, gebe die frische Hefe hinein und ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch, sodass die Hefe darin sich auflöst. Ich werde ein bisschen Mehl darüber bestreuen und das ungefähr 10 Minuten gehen lassen. Nach 10 Minuten gebe ich die restlichen Zutaten noch mit hinein. Die restliche Milch noch hinein und bereite den Teig vor. Jetzt lasse ich den Teig an einem warmen Ort zugedeckt so ungefähr 30 bis 45 Minuten gehen. Jetzt werde ich die nochmal auf dem Blech eine halbe Stunde gehen lassen. Bei 170 Grad so ungefähr 30 bis 40 Minuten backen. Ich habe die aus dem Ofen rausgenommen und die sind auch schon ausgekühlt. Und jetzt werde ich die einfach in der Mitte einmal durchschneiden. Jetzt werde ich die Creme vorbereiten. Ich werde heute Paradiescreme nehmen. Ich habe jetzt 2 Packungen Paradiescreme. Normalerweise braucht man für eine Packung nur 300 ml Milch, aber ich werde für 2 Packungen 500 ml nehmen, also ein bisschen weniger als angegeben, damit die Creme ein bisschen fester wird. Gebe die Milch hinein und werde es dann einfach schlagen. So einfach geht das. Ich habe die Creme jetzt in einen Spritzbeutel hineingegeben und werde die jetzt einfach mit der Creme bespritzen. Ich habe Schokolade zum Schmelzen gebracht und werde die andere Hälfte einfach in Schokolade eintauchen und dann kommen die wieder drauf. Und dekoriert die mit gemahlenen Pistazien zu Ende. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Ich mag sehr, sehr gerne solche Rezepte. Die schmecken lecker und gehen auch ganz schnell. Und euch wünsche ich natürlich viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.